Hallo, ihr fantastischen Leute da draußen. Ihr kennt es alle, Lizenzversoftung. Meistens sind diese nämlich nicht gerade die besten. Das ist, ihr habt einen großen Namen und die Entwickler, die nehmen sich diesen Namen, bezahlen natürlich gut was dafür und entwickeln dazu ein Spiel. Aber gefühlt ist meistens irgendwie nicht mehr genug Budget für ein gutes Spiel über und da kommen dann meistens irgendwelche 0815 Plattformer oder sogar Minispielsammlungen raus. Wir kennen es alle, aber es gibt natürlich auch positive Beispiele und in diesem Video möchte ich euch 5 Stück davon vorstellen. Und wir fangen an mit The Lost World Jurassic Park. Der Jurassic Park war natürlich nicht nur in den 90ern ein großes Franchise. Dinosaurier gehen immer, wir waren alle wahrscheinlich als Kind begeistert und konnten alles hoch und runter zitieren, was mit Dinosauriern zu tun hat. Und dieser Action-Klassiker war natürlich geil und The Lost World ist natürlich der zweite Teil und davon erschien auch ein Spiel für das Game Boy. Und auch da mag man sagen, Dinosaurier auf den Game Boy, wie willst du das umsetzen? Kann das gut sein? Aber es wurde ziemlich gut gemacht. Und zwar ist es ein Plattformer, der nicht so ganz linear gestaltet ist. Also ihr habt immer relativ großzügige Level, die ihr dann erkunden müsst. Und müsst euch da natürlich gegen diverse Dinosaurier erwehren und natürlich auch gegen menschliche Gegner. Die Besonderheit ist hier vielleicht die Steuerung. An die muss man sich so etwas gewöhnen. Die mag man vielleicht auf den ersten Blick als etwas hakelig erkennen. Man braucht das Kämpfen, man muss erst die Waffe zielen und so weiter. Aber wenn man sich einmal darauf eingelassen hat, erwartet euch hier wirklich ein fantastisches Spiel. Es macht einfach wunderviel Spaß, durch diese Level zu stöbern und alles zu erkunden. Es gibt, ich glaube, 8 Stück, wenn ich das richtig im Kopf habe, die mit verschiedenen Umgebungen irgendwie aufwarten. Einfach ein wahres Fest dieses Spiel. Als nächstes habe ich True Lies. Da mögt ihr vielleicht sagen, okay, True Lies, das war irgendwie Anfang der 90er, ja, so ein Actionfilm mit Arnold Schwarzenegger. Ich habe ihn damals so als Frühjugendlicher irgendwann mal im Fernsehen gesehen, fand ihn ziemlich cool, hat aber, ja, Arnold Schwarzenegger auf den Gameboy. Also der Terminator wurde ja auch umgesetzt, aber der war ja nicht so geil. Aber keine Angst, True Lies, auch wenn es vielleicht einer der Arnold Schwarzenegger Actionfilme aus eher der zweiten Reihe, ne? Ist nicht ganz so bekannt wie Terminator oder sowas ist, aber wurde ziemlich geil umgesetzt und zwar als Top-Down-Shooter. Also ihr steuert euch quasi aus der Übersicht, schaut auf euch drunter. So ein bisschen hat mich das an ein modernes Spiel, nämlich Hotline Miami erinnert. Natürlich ist das Spielgefühl nicht ganz so schnell und dann müsst ihr halt euch durch die Level kämpfen und habt natürlich verschiedene Aufgaben, ne? Meistens hier gelange zum Ausgang, rette XY oder sowas und da könnt ihr natürlich verschiedene Waffen einsammeln und gibt es auch verschiedene Gegner, aber auch Zivilisten und dann müsst ihr natürlich mal ganz genau aufpassen, okay, ist das jetzt ein Fiesling oder ist das ein Zivilist? Denn das ist immer so eine geile Einblendung, da wenn ihr einen Zivilisten erschossen habt, dann kommt von wegen, hoho, das kannst du doch einen guten Steuerzahler nicht antun. Ne? Da sieht man, wo die Prioritäten beim Staat da sind. Macht aber jedenfalls auch hier Spaß, die Level zu erkunden, dass das Spielgefühl und auch das Waffengefühl, was ja bei so einem Spiel sehr, sehr wichtig ist, kommt sehr, sehr gut rüber. Also lasst euch hier wirklich bitte nicht von dieser Lizenz abschrecken, es ist ein wirklich echt geiles Spiel. Als nächstes habe ich Ghostbusters 2 mitgebracht. Das wird jetzt für viele von euch kein Geheimtipp sein, aber auch da, Ghostbusters Spiele zu der Zeit, das war nicht selbstverständlich, dass sie gut sind. Da gibt es auch so einige Negativbeispiele, aber auch das ist so eine Art Top-Down-Shooter. Ne? Ähnlich wie in True Lies gerade, erkundet ihr so verschiedene Levels und müsst dann natürlich entsprechend die Geister anfangen. Aber das macht ihr nicht alleine, sondern habt immer einen Kumpel dabei. Ihr könnt euch die entsprechend natürlich aus den Charakteren aussuchen. Ne? Einmal der erste Kumpel oder der Geisterjäger, der hat immer den Blaster dabei und der andere hat die Falle. Das heißt, ihr müsst da immer so ein bisschen Teamarbeit mit euch selber quasi machen, weil der andere Kumpel, der läuft einfach hinter euch her. So, also ihr seht einen Geist, zack, anvisieren, fesselt den und dann müsst ihr mit der anderen Taste den anderen befehlen, dass er die Falle schleudert.
Ist natürlich hier und da schon mal etwas fummelig, weil der natürlich nicht so intelligent ist, sage ich mal. Aber auch das, wenn man sich so ein bisschen daran gewöhnt, dann weiß man, okay, ich muss den jetzt so und so buxieren, dass er auch einigermaßen die Falle gut wirft. Das passt schon. Und auch da werdet ihr so ganz grob durch die Geschichte des zweiten Ghostbusters-Films durchgeleitet. Macht einfach wunderviel Spaß und ihr findet auch in den Leveln auch eure Kumpels, die euch dann zeitweise Boni geben und so weiter. Auch das kann ich euch natürlich nur empfehlen. Als nächstes habe ich vielleicht eine etwas überraschende Sache für euch, und zwar The Little Mermaid, also ne, Ariel, die Meerjungfrau. Da würdet ihr jetzt sagen, okay, das Spiel ist so Mitte der 90er erschienen, da waren diese Disney-Umsetzungen, wurden sie ja nicht mal von Capcom gemacht, das ist ja meistens nicht so geil. Aber keine Angst, das Spiel, das ist wirklich, wirklich gut. Also auch ich bin da mit eher niedrigen Erwartungen reingegangen, dachte mir so, ja, was wird das denn sein? Irgendwie eine Art Plattformer oder Minispielsammlung, wir kennen es ja alle. Eine Zielgruppe sind natürlich irgendwie kleine Kinder, kleine Mädchen, das wird nichts Vernünftiges sein. Eins vorweg, das Spiel ist natürlich ziemlich einfach, aber es ist so eine Art, ich will es fast als entspanntes Shoot'em-up irgendwie bezeichnen. Und zwar schwimmt ihr unter Wasser von links nach rechts und fliegt jetzt nicht wie jetzt ein Shoot'em-up oder ähnliches und müsst halt da auf dem Weg dann so kleinere Rätsel lösen, natürlich auch ein paar Gegner bekämpfen, ausweichen und zum Beispiel müsst ihr da Muscheln einsammeln, die ihr dann irgendwo benutzt, um weiterzukommen. Und irgendwie ist dieses ganze Spielgefühl sehr, sehr entspannt, ne? Also Schwierigkeitsgrad, wie gesagt, also es ist nicht jetzt komplett vernachlässigbar einfach, aber es ist auch nicht super schwer und es schwimmt dann halt so mit Ariel rum, löst die kleinen Rätsel, merkt, okay, hier muss ich das so machen, dass ich weiterkomme, da so, und es macht einfach Spaß. Also das hätte ich bei den Titeln nicht erwartet und das ist vielleicht so ein bisschen die überraschende Wendung dieses Videos, kann ich euch auch nur empfehlen, was ich natürlich bei jedem Spiel irgendwie automatisch danach sage, weil ich empfehle alle Spiele, deswegen mache ich das Video, merke ich gerade selber. Und als letztes Spiel habe ich Batman The Animated Series. Das war ein Vorschlag mal für einen Test von einem von euch. Ich habe den Namen jetzt leider gerade nicht parat und da bin ich so von wegen, okay, gut, Batman, ich habe dieses erste Batman-Spiel ja auch schon mal angetestet. Das war ganz solide umgesetzt, hatte jetzt nicht viel mit Batman zu tun, aber war in Ordnung und im Prinzip sowas habe ich da auch erwartet. Aber das Spiel ist der Hammer. Also vor allem technisch, die ganze Grafik sieht einfach wunderbar aus und ihr kämpft euch da durch verschiedene Welten, die natürlich so thematisch allen einen der Batman-Bösewichte ja, angelehnt sind. Da gibt es zum Beispiel natürlich den Joker, es gibt natürlich hier den mit dem Lachgas und sowas, der Scarecrow, genau, mein Gedächtnis. Und da kämpft ihr euch halt durch. Und auch da, die Level sind nicht so ganz so linear. Ihr habt da so verschiedene Gegenstände, dass ihr auch mal hochklettern müsst und so weiter. Und erkundet damit die Levels und auch das Weiterkommen. Das Spiel ist allerdings relativ schwer nicht. Also es ist nicht einfach, aber ne, ihr kennt das. Es ist nicht super frustrierend schwer, aber es hat schon einen erhöhten Schwierigkeitsgrad, vor allem bei einer bestimmten Stelle weiterzukommen. Viele, die das Spiel gespielt haben, wissen, was ich meine. Und das ist wirklich dieses ganze Gesamtwerk, das hat mich so geflasht und so positiv überrascht, dass ich euch dieses Spiel wirklich auch nur ans Herz legen kann. Es ist einfach fantastisch. Und das waren sie schon, meine 5 guten Lizenzversoftungen auf den Gameboy. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr fantastischen Menschen. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt. Macht's gut. Tschüss.